Hi, ich bin Isa, ich bin Grafikerin und Yogalehrerin bei Bergzeit und ich habe euch heute eine kleine Mitmachsequenz mitgebracht, die sich besonders für eure Zeit im Homeoffice eignet, wenn ihr eine kurze Pause braucht, um eure verspannten Muskeln ein bisschen zu dehnen. Würde ich sagen, geht's los! Stellt euch einmal gerade hin und nehmt die Hände in die Hüften und erdet euren linken Fuß und dann fangt ihr einfach an, euer Fußgelenk zu kreisen. Fünfmal in die eine Richtung und fünfmal in die andere Richtung. Ganz sanft. Und dann macht ihr das gleiche mit der linken Seite, rechten Fuß erden, linkes Bein heben, einmal nach links drehen, fünfmal nach links kreisen und dann nach rechts kreisen. Okay, jetzt wieder linken Fuß erden. Jetzt machen wir was für unsere Hüften. Wir heben einmal das rechte Bein hoch und kreisen das nach hinten und nach unten. Rechtes Bein heben und nach hinten und nach unten kreisen. Das Ganze könnt ihr so 3 bis 5 Mal machen und dann einmal die Richtung wechseln. Und dann wieder rechten Fuß erden und das gleiche mit der linken Seite. Linkes Bein heben und nach hinten und nach unten rollen. Und vielleicht merkt ihr, dass da irgendwas zwickt und zwackt, was ihr dann lösen könnt, damit ihr dann fit für eure Aktivität seid. Okay, dann wieder gerade hinstellen und einmal die Hüften nach vorne schieben und richtig nach rechts drehen, so weit wie es geht, nach hinten drehen und dann nach links. Also die Hüften so richtig kreisen lassen. Und in die andere Richtung. Wirklich den Radius so groß wie möglich machen, damit eure Hüfte schön mobilisiert wird. Okay, dann wieder gerade hinstellen. Dann rotieren wir ein bisschen die Schultern, bis zum Ohr ranziehen und nach hinten und nach unten drehen. Nach oben ziehen und nach hinten und nach unten. Auch einfach ein paar Mal kreisen. Den Radius hier wieder so groß wie möglich machen und dann einmal die Richtung wechseln. Und das Atmen nicht vergessen. Und dann legen wir die Hände auf die Schultern. Mit der nächsten Einatmung gehen die Ellenbogen zusammen und nach oben und dann nach hinten und nach unten. Einatmen nach oben und ausatmen nach hinten und nach unten. Und Richtungswechsel. Atmen nicht vergessen. Okay. Jetzt mobilisieren wir den Kopf ein bisschen. Einfach ein paar Drehungen nach rechts und links. Wirklich der Blick folgt der Kopfbewegung. Und nach oben und nach unten. Und beim Runtergehen wirklich ein Doppelkinn machen. Atmen nicht vergessen. Und zuletzt noch das Kinn nach rechts und nach links bewegen. Okay. Jetzt die Hände heben und zusammennehmen. Die Daumen verschränken. Und hier die Oberschenkel nochmal anspannen und dann langsam nach rechts senken lassen. Atmen. Und wieder nach oben. Und nach links. Und wieder in die Mitte. Und zu guter Letzt in die tiefe Vorbeuge. Also einmal Arme heben. Und mit geradem Rücken nach unten. Und so weit wie möglich den Kopf senken lassen. Die Beine sind ganz gerade.
Wer das kann, darf gerne seine Handflächen auf den Boden legen. Und hier wieder atmen. Und die Übung könnt ihr so lange halten, wie sich das für euch gut anfühlt. Das ist eine besonders wohltuende Übung, wenn man im oberen Rücken Verspannungen hat. Und mit der nächsten Einatmung Wirbel für Wirbel aufrollen. Der Kopf kommt zuletzt. So, jetzt kann es weitergehen. Bei Fragen zu den Yoga-Übungen oder falls ihr selbst noch tolle Ideen für Sport im Homeoffice habt, schreibt es doch einfach hier unten in die Kommentare. Wir werden in nächster Zeit noch öfter Content produzieren für Sport im Homeoffice. Falls es euch interessiert, dann abonniert doch einfach unseren Kanal und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Namaste.